Herzlich willkommen beim Gastredner. Nee, heute bin ich zu Gast. Ich bin zu Gast und zwar, ich bin zu Gast in einer Universität. Entrepreneur University. Huh? Und ich habe das große Glück, mit einem der Gründer von den Zwillingsbrüdern Robin und Danny Söder zu sein. Wenn du jetzt weißt, welcher Zwillingsbruder dir gegenüber sitzt, dann bist du gut. Dann bin ich gut, Danny. Natürlich, das ist Danny. Mensch, Danny, vielen Dank. Danke dir. Ich darf ja nicht sagen herzlich willkommen, du musst ja zu mir sagen herzlich willkommen. Ich bin ja bei euch in der University. Ja, herzlich willkommen, schön, dass du da bist in unseren bescheidenen Räumlichkeiten. Wir hatten gerade das Vergnügen, mit dir auch was zu drehen. Und dich unser... Fünf Videos haben wir gedreht. Wir sind ganz angetan von den Inhalten, die... die gerade kam von dir, die teilen wir dann mit unserer Community. Okay. An der Stelle schon mal ein bisschen Werbung und Vorschusslorbeeren in die Richtung. Und wisst ihr was? Es gibt ja, meine Güte, ich habe ja einen großen Wettbewerb. Wisst ihr, wer schon hier war? Den kennt ihr. Ralf Dümmel war hier. Hallo, Ralf Dümmel steht auf der großen Bühne. Und dieser Mann war live dazugeschaltet bei der letzten Founders University. Richard Branson. Kennt ihr Richard Branson? Natürlich kennt er Richard Branson. Virgin Record. Wahnsinn. Und ganz ehrlich, die waren bei euch live auf der Bühne. Ja. Erzähl mal ein bisschen von dem Projekt. Was macht ihr? Was ist der Founder Summit? Ja, ich würde mal von ganz vorne beginnen. Bitte. Ich glaube, die Leute verstehen auch, warum es zu dem geworden ist, was es dann heute ist und was die dahinterliegende Motivation auch und das Motiv ist. Also das Founder Summit, wie man es heute kennt, war natürlich am Anfang nicht das, was es heute ist. Wir sind damals gestartet ganz ketzerig im eigenen Hörsaalzentrum der Frankfurter Goethe-Universität, um ganz ehrlich zu sein, so ein Stück weit aus der Kritik gegenüber dem institutionellen Bildungssystem. Robin und ich hatten schon immer so eine gewisse Affinität zum Thema Gründen. Wir wollten uns selbstständig machen. Wir wollten ja unser eigenes Startup zum Leben bringen. Aber als wir dann so im Vorlesungssaal saßen, hatten wir immer das Gefühl, Matrizen und Sinuskurven ausrechnen ist nicht das, was wir wirklich brauchen dafür. Und so hat sich die Vorlesungszeit immer mehr als vergeudete Zeit angefühlt. Und dieses Gefühl konnten wir irgendwann nicht mehr leugnen. Und dann haben wir gesagt, hey, wie cool wäre es denn, wenn man eine Universität besucht, die die Unternehmer von morgen wirklich von der aus der Praxis für die Praxis ausbildet. Und weil wir so ein Angebot nicht wirklich gesehen haben, haben wir gesagt, wenn wir uns auf andere verlassen, sind wir verlassen. Wir nehmen das Ganze selbst in die Hand und schaffen diesen Ort. Und sind dann ganz ketzerisch im eigenen Hörsaalzentrum der Frankfurter Goethe-Universität mit einer ersten Veranstaltung gestartet. Wir hatten so eine Kapazität von 300 Sitzplätzen. Vorher noch nie irgendwie eine Veranstaltung gemacht. Nicht mal eine eigene Geburtstagsparty organisiert. Und dann halt dieses erste für uns damals Mammutprojekt. Haben das gemacht, sind gestartet, ganz grün hinter den Ohren. Wären vielleicht gar nicht gestartet, wenn wir gewusst hätten, was alles auf uns zugekommen das wäre. Mal an. Aber wir sind froh, dass wir es gemacht haben. Und entgegen der eigenen Erwartung waren wir dann so 2-3 Wochen vor der Veranstaltung, bis heute noch unwissend wie, restlos ausverkauft. Mhm. Und das war der Startschuss für uns, das Ganze auch weiter zu professionalisieren. Nun muss man ja eins sagen, das ist ja was völlig anderes, was ihr da macht. Weil der Mann stand im Tor. Sein Bruder zusammen, auch Profifußballer. Jetzt fragst du dich, ein Profifußball, wie kommt der auf eine Gründeruniversität? Das ist schon ein cooles Ding. Was hat euch denn, weshalb seid ihr denn weg vom Fußball, sag mal? Ich finde das eine sehr, sehr wichtige und relevante Frage, weil ich glaube, der Persönlichkeitstyp, der ich bin, hat dann in der Kausalkette das, was heute passiert, irgendwie zur logischen Folge gehabt. Ich habe Fußball gelebt. Ich habe Fußball geatmet, geträumt, für mich gab es nur Fußball und meine Welt hörte an den Spielfeldlinien auf. Also wirklich gab es wirklich nichts anderes und auch keinen Plan B. Was cool war, weil ich immer einen Antrieb hatte, weil ich auch immer irgendwo einen gewissen Leistungsdruck hatte und schon in frühen Jahren damit umgehen musste und auch wusste, wie man damit umgeht. Hatte aber in meine Kern-DNA eingepläut, du machst nur Dinge, für die du brennst.
Als ich das aber irgendwann nicht mehr gefühlt habe mit 2021, weil das Fußballgeschäft dann auch als Geschäft was Besonderes ist, also ich lieb's immer noch irgendwo, aber es war dann zum damaligen Zeitpunkt nicht mehr meins, habe ich die Reißleine gezogen, weil ich nur was machen möchte, wofür ich wirklich brenne und wofür ich zu 100% stehe. Und dann haben wir angefangen zu studieren und im Studium dann besagte Erkenntnisse gehabt. Das war ein BWL-Studium? Oder ja, was? Bei mir war es Immobilienmanagement, cool. Weil mein Patenonkel Bauträger ist, hier in der Region. Und dann, genau, und da lag das nahe, irgendwie in seine Fußstapfen treten zu wollen. Ist dann nie so gekommen, wie es beabsichtigt war. Genau, aber daher kommt die Fußballer-Vergangenheit. Ich bin super dankbar dafür, habe auch heute, glaube ich, ganz viele Kerncharakteristiken und Eigenschaften mitnehmen können, die mir heute noch dienlich sind. Aber vor allem eins ist geblieben, wenn ich was mache, dann mit Passion, weil ich kann diese begrenzte Lebenszeit nicht Dingen widmen, die ich nicht fühle. Und das fühle ich hier und jetzt und hoffentlich auch noch sehr, sehr lange. Das ist ähnlich wie bei mir, also Berufsausbildung sozusagen, gut, ganz früher Krankenpflege, Intensivmedizin, aber dann Studium der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, betriebswirtschaftlicher Anteil. Ich habe da gerade jetzt ein bisschen so ein kritisches Buch der Praxis drüber geschrieben. Also Betriebswirtschaftslehre, das hilft dir heute nicht mehr. Also Kostenrechnung, all diese Sachen ist ganz wichtig. Ja. Natürlich ist das eine Basis. Aber Unternehmen sind heute erfolgreich, weil sie andere Dinge in den Vordergrund stellen. Und die lernen wir halt nicht auf der Universität, den Umgang mit Menschen, ein Wertekonzept bilden, eine Vision zu machen, daraus eine Mission zu entwickeln. Warum kaufen Kunden bei dir? Wie wichtig ist Kommunikation? Das sind alles Themen, die kriegst du im Studium nicht mit. Und deswegen finde ich das so wichtig und bin so begeistert von dem, was ihr macht. Ich war ja das letzte Mal live dabei und ich dachte, boah, nach Corona-Zeiten sitzen da 7.000 Leute. Und das sind begeisterte Menschen, die da sitzen. Und nicht nur diejenigen, die vor der Bühne sitzen, sondern die auf der Bühne stehen. Und ich denke, wie schafft man es, einen Dieter Bohlen dahin zu kriegen? Wie schafft man es, einen Ralf Dümmel zu begeistern? Und wie schafft man es, einen Richard Branson live dazu zu schalten? Der sagt sich, oh, so what is this? Der hat andere Dinge zu tun. Und das würde ich gerne mal von dir wissen. Wie schafft es, Mike Tyson war dabei. Yeah. Da gibt es noch eine kleine Story, da werden wir auch noch gleich drüber sprechen. Aber wie schaffst du es, wie schafft ihr es, diese Menschen dafür zu begeistern? Ich glaube nicht, dass ihr zigtausend Euro dafür ausgibt, sondern ihr schafft es, diese Begeisterung weiterzutragen. Ja, manchen Menschen auf einer gewissen Flughöhe ist das Geld dann auch egal, weil die haben so viel davon, dann kannst du sie nur noch intrinsisch motivieren. Ja. Bei manchen ist es dann tatsächlich auch noch der klassische Euro, der dann zählt. Aber es ist auch hier eine Entwicklung gewesen. Wir sind bei der ersten Veranstaltung auch Risiko gegangen. Das heißt, wir hatten keine Reputation. Ja. Und die Namen, die wir haben wollten, mussten wir uns mit Geld einkaufen, weil wir keine Reputation hatten. Das heißt, wir sind zum ersten Mal auch dann Risiko gegangen und haben Speaking-Gagen in die Hand genommen, die wir heute in der Form in den seltensten Fällen zahlen. Aber damals war es notwendig, über die Reputation und über diese Größenordnung und über diese Strahlkraft, die wir dann immer mehr von Veranstaltung zu Veranstaltung aufbauen konnten, konnten wir dann auch über Videomaterialien, über Pitch-Decks, also Werbeunterlagen, über gute, auch emotional adressierte E-Mail-Texte Menschen begeistern, die dann zu uns auf die Bühnen kommen. Und ich glaube, es ist eine Kombination aus zwei Dingen. Einmal höfliche Hartnäckigkeit hilft. Ja, die drei H's. Die drei H's. Mhm. Also wenn du weißt, wen du haben willst, dann bleib halt dran. Also sei da dir nicht zu schade, mehrfach anzuklopfen und immer wieder Impulse zu setzen, um dort auch in der Kampf um Aufmerksamkeit, solche Menschen erreichen täglich Dutzende Anfragen, in diesem Kampf um Aufmerksamkeit dann irgendwann auch Prio zu haben. Versuch das immer, weil alle Menschen treffen emotional eine Entscheidung, versuchen sie oft dann rational im Nachgang zu rechtfertigen, aber die Entscheidung ist eigentlich immer emotional. Das heißt, versuch sie vor eine emotionale Entscheidung zu stellen und untermale diese emotionale Entscheidung mit den dazugehörigen Medien. Also Video funktioniert super, Bilder. Und vielleicht der dritte Punkt, wenn man den noch ergänzen kann, ist, schaffe einen gewissen Mehrwert, eine gewisse Nutzenkommunikation für
das Rationale dann auch nochmal, so dass derjenige sagt, meine Zeit ist dort auch wirklich gut investiert. Und ich glaube, die Kombination aus den drei Dingen, höfliche Hartnäckigkeit, emotionale Begeisterungsfähigkeit schaffen, aber auch eine klare Nutzenkommunikation zu transportieren, das sind so die Dinge, die dann ein Mike Tyson und Co. auch. Das wollte ich gerade sagen. Lass uns mal über Mike sprechen. Das war ja nicht so einfach. Das stand ja wirklich auf der Kippe. Ja. Also irgendwie habt ihr es geschafft, erst mal ihn zu begeistern. Genau. Jetzt kommt er aus Amerika. Jetzt kommt er aus Amerika rüber, setzt sich in den Flieger. Hallo. Eigentlich wollte er nicht mehr, aber ihr habt es trotzdem geschafft. Wie ist euch das gelungen? Ja, auch hier. Also es war unser erstes großes Founder Summit, wo wir das Konzept auch verändert haben und größer gemacht haben und was so ein extrem großer Schritt außerhalb unserer Komfortzone war. Und diesen großen Schritt außerhalb der Komfortzone wollten wir mit einem internationalen Headliner krönen. Dann hatten wir Kontakt zu seinem Management über unsere auch Fußballer-Vergangenheit, hatten wir ein paar Kontakte in die Sportwelt und dann hat sich diese Tür eben aufgetan, ihm bzw. seinem Management das zu pitchen. Wir haben dann tatsächlich die Zusage bekommen. Mike Tyson hat aber im Zuge der Legalisierung von Marihuana Business ein eigenes Unternehmen gegründet in diesem Feld, was heute gang und gäbe ist, aber damals als First Mover noch so ein bisschen in der Kritik stand. Und dann hat er ein bisschen negative Presse bekommen zu dem Thema, Mike Tyson steigt als Hanfunternehmer in die Unternehmerwelt. Und dann wollte er zurückziehen, hat gesagt, ja, das Letzte, was ich gerade will, ist diesen Medien gerade noch Futter geben. Ich komme doch nicht mehr. Und ich habe ja gesagt, das war für uns ein Riesenschritt außerhalb der Komfortzone und für uns natürlich dann im wahrsten Sinne des Wortes Katastrophe. Ein Schlag ins Gesicht. Ja, klar. Und wenn Mike Tyson dir ins Gesicht brettert, dann wackelt dann weißt du, was die Folge ist. Und so hat, sich das, so hat sich das dann auch angefühlt für uns. Aber wir haben nicht aufgegeben und mein Bruder war schon ein Rabenvater, ehe jetzt einer wirklich geworden ist, zwei, drei Wochen vor der Veranstaltung. Drüber, ja. Und das ist so das, was ich meine mit höflicher Hartnäckigkeit hilft. Mein Bruder hat dann gesagt, hey Mike, so und so sieht's aus, wir machen diese Veranstaltung, alle freuen sich auf dich, es gibt keinen Weg zurück, ich nenne meinen Erstgeborenen nach dir, aber du kommst. Und tatsächlich hat es ihn dann emotional so getriggert, dass er zu meinem Bruder gesagt hat, ey, ich erkenne den Kämpfer in dir, der ich im Ring damals war. Ein Mann, ein Wort, ich komme trotzdem. Und das hat er wahrgemacht und ist erschienen. Und jetzt ist ganz interessant, jetzt ist dein Bruder Papa geworden. Genau. Und auch mein Bruder. Und jetzt sag mir mal bitte, wie heißt das Kind? Genau, auch mein Bruder, ein Mann, ein Wort, Rio Tyson. Söder und das Tattoo hat er zwar noch nicht. Und ja, ihr müsst euch vorstellen, da steht der Robin auf der Bühne und zeigt ein Bild mit einem Kind und das hat dieses Tyson, der sich als ganz bekannte Tattoo da im Gesicht und du sagst, boah, das hat es wohl noch nicht. Ich glaube, da würde er auch nicht unbedingt darauf bestehen. Ja, ich hoffe es zumindest. Ich hoffe es zumindest. Genau, aber es gibt auch hat er angekündigt, eine persönliche Grußbotschaft von ihm. Wow. An Robins Sohn, genau. Das ist natürlich cool. Jetzt nehmen wir uns mal ein bisschen mit. Was dürfen wir denn erwarten? Also die nächste Founders University findet ab April statt. Genau. Wann genau? Am 15. und 16. April. Samstag, Sonntag. Also da, wo ihr sowieso nichts vorhabt. Ne? Also ganz klar, es gibt, glaube ich, noch Karten. Ein paar Restkarten gibt es wohl noch. Genau, ne? Also zum Glück bewegen wir uns mit großer Geschwindigkeit Richtung Ausvermarktung. Wir hatten in den letzten... Heißt, wie viele Plätze? Wir dürfen dieses Jahr so um die 8000 Menschen in die Location zulassen. Wir haben extra ein neues Sicherheitskonzept eingereicht bei der Stadt, dass wir ein bisschen mehr reinlassen dürfen, weil wir hatten in den letzten zwei Jahren immer ein, zwei Wochen vor der Veranstaltung den Ticketshop zumachen müssen. Mhm. Und ich hoffe, es ist dieses Jahr wieder so, dass wir ein, zwei Wochen vorher den Ticketshop zumachen dürfen. Diesmal aber mit einer Kapazität von um die 8000 Menschen. Aber wir sind auf einem guten Weg und begrüßen natürlich jeden, der dabei sein will und kann, weil du hast es gesagt, die Atmosphäre dort ist irgendwie einmalig.
Also ich wäre nicht hier, wenn ich nicht begeistert gewesen wäre. Das war wirklich, du kommst in eine Halle rein und da kommt ein Dieter Bohlen. Okay, das muss man mögen. Einfach kommt auf die Bühne und da ist Lärm, da ist Rauch, da ist eine Ankündigung. Das ist eine Professionalität sondergleichen. Und das ist etwas, was du vielleicht gar nicht vermutest und sagst, boah, was ist denn hier los? Auch ich war begeistert über die Ausstellung. Also gerade für diejenigen, die sich auf den Weg machen wollen, die sagen, ich möchte gerne gründen, ich will was tun, ich habe da ein Konzept, ich habe eine Idee, ich habe eine Vision. Die finden da ganz viele wertvolle Ansätze. Also Menschen, die dir zeigen, wie der Weg gehen kann, das ist auf dieser Messe. Und ich habe also selten so eine tolle Messe gesehen, die so zielgruppenorientiert war. Wir dürfen sagen, dass wir in diesem Jahr auch dabei sind mit dem Mentoren Media Verlag und stelle ich da mein Buch vor, aber ich glaube, da gibt es ganz, ganz viel hilfreichen Content zu. Voll. Das ist ja auch die intrinsische Motivation, die wir, also wirklich Mehrwert zu kreieren. Jeder, der sich jetzt noch an die Gründungsstory von vorhin erinnert, weiß, dass wir gestartet sind, weil wir zu unserer eigenen Zielgruppe gehörten. Wir sind damals gründungsaffine junge Menschen gewesen, die selber ihr eigenes Ding rocken wollten. Und deswegen verstehen wir, glaube ich, auch die Zielgruppe. Ich glaube, die Besonderheit des Founders Summits liegt in erster Linie darin, dass wir so den Hybrid aus Education und Entertainment hinbekommen. Diesen Spagat, ein Erlebnis zu kreieren, eine Atmosphäre zu kreieren, aber trotzdem Substanz rüberbringen in Form der Ausstellung, in Form von einer eigenen Pitch-Arena, wo Investoren in Startups investieren, in Form von nischigen Workshops und Themenbühnen. Also ganz, ganz viel, was einfach inhaltlichen Mehrwert kreiert, aber auch was auf das Erlebniskonto einzahlt. Ich muss mal husten. Wissen wir was? Das wollen wir mal rausschalten. Alles gut. Nee, wir brauchen eigentlich keine Pause machen, es geht nur darum. Mir letztens auch passiert mit dem Telefonat. Oh, das ist total doof, ne? Aber ist ja kein Problem. Das kann man ja machen. Lass es drin. Lass es drin. Das ist authentisch. Ich finde das auch drin. Hinter die Kulissen. Das ist sehr authentisch. Okay. Ja, René, sag uns doch mal, was dürfen wir denn erwarten? Wer kommt denn? Darfst du das schon verraten? Doch, man weiß es. So ein paar Sachen weiß ich. Wer kommt denn? Wer kommt? Also ein paar Sachen verraten, darf ich hier und jetzt schon verraten. Ein paar noch nicht. Also unterm Strich wird das dieses Jahr wieder eine gute Mischung aus Unternehmertypen, die wirklich Unicorns gebaut haben, die so die Rockstars unserer Branche sind, die ganz genau wissen, was sie richtig und falsch gemacht haben, es aber auch vorgelebt haben und durchgezogen haben. Es wird aber auch inspirierende Persönlichkeiten geben, vor denen ich als Mensch unfassbar viel Respekt habe. Das ist zum Beispiel ein Zion, der ohne Beine lebt, aber so eine inspirierende Persönlichkeit ist durch die American Late Night Shows, der so viel Macher-Attitude hat. Ich glaube, da können wir uns alle eine Scheibe von abschneiden. Und ich weiß, dass, wenn ich das sagen darf, Urs Meier zum Beispiel auch bei dir im Podcast war. Gerade heute, als wir das Interview aufnehmen, strahlt er aus. Urs Meier, du bist die Entscheidung, also triffst du ihn. Ja, genau. Und ich finde Menschen, die in Extremsituationen sind, wie so ein Urs Meier in einem vollen Stadion mit viel Verantwortung, mit viel Leistungsdruck, wie so ein Zion, der sein Leben lebt, unter diesen Umständen, die haben oftmals sehr, sehr viel Klarheit, weil sie in der Retrospektive durch eine Erfahrung durchgegangen sind. Und wenn man die teilt und die sich dann auch zu Herzen nimmt, dann ist da sehr, sehr viel drin Mehrwert, was nicht nur die unternehmerischen, technischen Anknüpfungspunkte sind. Wie baue ich meinen Online-Shop auf? Wie mache ich Marketing? Das sind die Steps, die jeder machen muss dann am Ende des Tages. Aber wer ist bereit zu gehen und mit welcher Eigenschaft und wie hoch ist der Resilienzmuskel und wie bereit bist du, Entscheidungen zu treffen? Das sind so die anderen Themen, die halt unabdingbar sind, um die trockenen technischen Themen auch sauber umzusetzen. Und das wird dieses Jahr wieder so eine Mischung sein. Wir haben auch viel Content Creator da dieses Jahr. Zum Beispiel Dean Schneider als schnellst wachsende Instagram-Persönlichkeit weltweit, weil das halt auch ein Thema ist,
was nicht mehr wegzudenken ist. Also wie baue ich online Reichweite auf? Ich sage auch immer, die stabilste Währung ist Reichweite, vor allem in einem unternehmerischen Kontext. Und da wollen wir dieses Jahr auch viel Fokus drauf legen, dass wir Content Creator auf die Bühne holen, die sagen, wie baut man Communities auf, wie macht man Kunden zu Fans, wie emotionalisiert man eine Brand, und das wird auch einer der Schwerpunktthemen sein. Und ich glaube, das haben viele Unternehmer überhaupt noch nicht geschnallt. Die sagen, oh, da kommt eine junge Generation, die wollen dann noch 4 Tage arbeiten, die wollen mehr Work-Life-Balance und ähnliche. Muss ich fragen, welche Chancen liegen dahinter? Junge Menschen, die sind manchmal 4 Stunden unterwegs auf Social Media, und die würden auch posten, wenn sie was gut finden vom Unternehmen und sagen, ey, wie toll ist es, Reichweite zu gewinnen. Da ist ein Mitarbeiter bei dir, der findet cool, was du machst, und sagt, oh, ich poste das mal eben. Und viele sagen, nee, das geht gar nicht, das können wir überhaupt nicht machen. Also wir verbauen uns auf die Chancen. Ich finde aber ganz wichtig, was du gerade sagst, wir brauchen auch das Fundament, das Mindset. Also Menschen, die gewachsen sind aus ihren persönlichen Herausforderungen, wie der junge Mann ohne Beine. Ja. Und der hat manchmal viel, viel, viel mehr zu sagen, als irgendjemand, der sagt, pass auf, musst du so machen. Weil da steckt viel mehr Weisheit dahinter. Richtig, richtig. Was meinst du, wie geht es weiter? Es wird ja nicht der letzte Founder Summit sein. Du baust ja auch gerade eine Online-University sozusagen auf, wo wir heute die Videos aufgenommen haben. Also eine Lernplattform, die interessant ist für Leute, die sich auf den Weg machen. Und man muss eins sagen, nicht die, die wollen, aber die engagiert sind und sagen, okay, ich ziehe das jetzt durch. Nicht die Versucher, die können wir nicht gebrauchen, sondern wir brauchen die Leute, die sagen, ja, ich mache jetzt. Was wird da noch passieren? Ja, also genau für die gibt es Formate und Einflugschneisen, die halt eine nachhaltige Begleitung ermöglichen. So ein Founder Summit ist mega cool, um Player miteinander zu connecten, beispielsweise mit dir und mit anderen, wo man dann nachhaltigen Mehrwert daraus beziehen kann, weil zusammen findet, was zusammen gehört. Aber unterm Strich ist es ein Wochenende, und da können wir nur inhaltliche Impulse geben, motivieren, inspirieren und Knowledge auch ein Stück weit transportieren, aber nur als Impulse. Die nachhaltige Begleitung ist das, was halt, glaube ich, wirklich den Unterschied macht. Und wir haben Ausbildungsprogramme, die mehrere Monate gehen, wo wir halt wirklich wie so eine Art Co-Founder mit ins Unternehmen gehen, mit in die Gründung gehen und nach bestem Wissen und Gewissen mit unserer Erfahrung und mit unserem Dozentennetzwerk die Gründer und die Geschäftsmodelle quasi feinjustieren und erfolgreich machen. Und das ist halt mega, mega schön zu sehen, wenn du dann Leute hast, die erstmal ihren Lebenstraum auch leben können und davon aber auch gut leben können wirtschaftlich. Und das ist echt schön zu beobachten, dass das funktioniert. Also wir sind ja auch schon dabei, haben schon ein paar Runden mit Studenten umgesetzt. Und das gibt echt sehr viel Befriedigung zu sehen. Da sind Menschen, die leben ein anderes Leben durch und mit uns. Ja? Und dieser Ansatz gefällt mir. Ich stelle immer wieder fest, da gibt es ja Unternehmer, die kommen zu mir und sagen, oh Mensch, wir müssen mal wieder eine Verkaufsschulung machen. Okay, so ein Wochenendseminar, ne? Was passiert? Du hast einen guten Film gesehen. Danach sagst du zwei, drei, oh, war ganz gut, war prima, war schön. Vorbei, weg, aus, Schluss. Ja. Und die waren alle da, hat viel Geld gekostet und sagen, ja, aber was ist daraus geworden? Ist nicht viel übrig geblieben. Ich glaube, es braucht eine Begleitung, ein Mentoring, immer wieder dabei sein. Du musst ja rückfragen können, sag mal, ich habe das gehört von dir, habe diesen Beitrag bei euch gesehen, aber jetzt brauche ich doch mal eine praktische Anleitung. Und wenn ihr das aufnimmt, ich glaube, dann kann das nur zum Erfolg führen, weil Menschen wollen über Rückfragen. Also in der Zeit, wo wir in der Erziehung sind, da haben wir ständig einen Kommunikationspartner, der uns mit auf den Weg bringt. Manchmal sind wir gerade in der Pubertät nicht ganz zufrieden mit, aber wir haben immer jemanden, an den wir uns wenden können. Ich glaube, gerade das ist der Schlüsselerfolgsfaktor bei so einer University, die ständige Begleitung. Absolut, das finde ich. Und es ist auch ein gutes Gefühl. Also man kennt es auch aus, wenn man ins Fitnessstudio geht mit einem Trainingspartner. Nur wenn man weiß, dass er dabei ist, ist man auch committeder, weil man nach außen ein Commitment gegeben hat, was man dann auch nicht zurückziehen möchte. Ja. Man kommt wöchentlich zusammen, man kommt täglich, ist man im Austausch, in der Korrespondenz, und das schafft ein Momentum. Und wenn du ein Momentum aufgebaut hast und das so viel Speed aufnimmt, dann wird das irgendwann zu einer Selbstverständlichkeit,
Es gibt ja diese 66-Tage-Regel so als Richtwert. Wenn man 66 Tage ein Ritual quasi durchzieht, wird es zum Automatismus. Und ich finde, am Anfang muss man die Kraft aufwenden, ein Momentum aufzubauen, damit es ein Automatismus wird. Und dann bist du quasi über den Berg und hast wahrscheinlich auch so viel positive Dinge schon rausziehen können, dass es immer schwieriger wird, nicht nachhaltig daran zu partizipieren. Genau, und ich habe das vorhin schon im Video gesagt, orientiere dich an den Menschen, die schon dort sind, wo du nochmal hin willst. Und wenn du dann auch noch Menschen hast auf dem Weg, die gemeinsam mit dir dabei sind, also wie zum Beispiel nach einer Founders University, die sagen, Mensch, ich will da auch hin, ich will da auch hin. Und wir tauschen uns gegenseitig aus und es gibt so einen Austausch von Best Practices, dann kann es eigentlich nur zum Erfolg führen. Absolut. Absolut. Umfeld ist, auch wenn es wie so ein Kalenderspruch klingt, ne, aber Umfeld ist schon sehr, sehr wichtig. Mein lieber Danny, wunderbar. Du hast uns Inspiration gegeben und Appetit gemacht. Ich glaube, wir haben Appetit bekommen, dass wir da auch wirklich in diese Founders University hin. Und ich glaube, das Wichtigste ist, sich auf den Weg zu machen und mal die Richtung ändern. Ihr habt die Richtung geändert vom Fußball zur Founders University, zur Universität für Gründer. Ich finde das einfach ganz fantastisch. Lieber Danny, ich danke dir sehr für dieses Interview. Danke dir.